Der Seehamersee liegt etwa 40 Kilometer vor München und ist ein wichtiger Rastplatz für die Menschen auf der Fahrt in den Süden. Aber auch Vögel brauchen Rastplätze auf dem Zug von Sibirien in den Süden. Sie lieben ihn, den Seehamersee. An den Uferzonen leben viele Pflanzen und Tiere. Sie alle brauchen einen ungestörten Lebensraum. Das Flachwasser ist ein guter Laichgrund und Entwicklungsraum für Fische. Seltene Vogelarten brüten im Schutz des Schilfs. Jetzt im Herbst haben die Vogelkundler ihre große Zeit. Seltene Zugvögel machen hier Rast. Die Miesbacher Vogelkundler haben erst kürzlich gezählt. 20 verschiedene Arten und fast 1450 Individuen konnten sie notieren. Sechs Kilometer sind es rund um den See. Dabei trifft der Spaziergänger auch noch fleißige Holzfacharbeiter. So nennt Gerhard Kinshofer vom Landesverband für Vogelschutz in Miesbach die Biberfamilie am See. Die Biber sorgen dafür, dass der See landschaftlich nicht verwildert. Kostenlos, wie er betont. Und so vergisst der Spaziergänger leicht Zeit und Raum.